Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Boris Eldaxen. Ich mache die digitalen Formate für die DFA und freue mich, heute wieder einen neuen Instagram-Talk mit Alexander Hagmann und einem Gast zu machen. Ich lade mir jetzt erstmal den Alexander hier ein. Und gleich. Und dann holen wir Heide Häusler herein von der Fotoszene. Guten Abend. Hallo Alex, jetzt hole ich noch Heide rein. Schön, dass du da bist. Ja, ich esse Schokolade. Guten Appetit. Danke. So, einen schönen guten Abend, Heide. Hey, hallo, war das jetzt richtig? Ich habe jetzt einfach auf diesen Knopf gedrückt, live gehen mit. Alles richtig. Wir sind live. Boris und Alex. Und sagen Hallo zu allen, die uns zuschauen oder später zuschauen werden. Ich fange mal an, Heide vorzustellen, mit dem, was ihr an Informationen aus dem Internet zusammenfinden konnte. Heide hat Kunstgeschichte studiert mit Schwerpunkt Foto. Sie war Kuratorin, Projektleiterin, Redakteurin in Köln, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Ausstellungsleiterin für das Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg zwischen 2009 bis 2016, was wir heute als Biennale für aktuelle Fotografie kennen. Und seit 2013, manchmal habe ich auch 14 gefunden, Geschäftsführerin der Fotoszene Köln. Was die Fotoszene ist, wie lange es die schon gibt, da habe ich nachher noch ein paar Fragen dazu. Du hast aber nie aufgehört, auch kuratorisch tätig zu sein. Die letzte Ausstellung, die du kuratiert hast, war im Museum Morsbroich Leverkusen, Next Generation aktuelle Fotografie Made in Rheinland 2019. Und du bist hier und da überall als Jurymitglied zu finden. Herzlich willkommen, Heide. Und Alex, habe ich was vergessen? Nö. Heide, habe ich was vergessen? Ich muss meine Schokolade noch aufessen. Nee, also die letzte Ausstellung, die ich kuratiert habe, war die im Museum Morsbroich, das stimmt, aber die hieß From A to B und es ging um Autobahnen. Und das sage ich jetzt noch, weil es eine typische Lockdown-Ausstellung war. In welchem Lockdown-Jahr sind wir jetzt eigentlich? Das war 2022. Genau, wir sind jetzt im Corona, im dritten Corona-Jahr und das war 2021 oder Winter 2020. Genau, das ist noch hinzuzufügen, aber es war so eine typische, die Pressekonferenz kam zum Lockdown und dann pulverisierte sich alles. Aber sehr schöne Ausstellung geworden, sehr tolle Positionen dabei. Vielleicht fangen wir mit der Beschreibung der Fotoszene an. Du bist jetzt ja auch schon fast 9 Jahre Geschäftsführerin. Ich habe mal recherchiert, die Fotoszene wurde gegründet 1984 als Festival parallel zur Fotokina. Und ich kannte schon einiges, was ihr macht, aber wenn ich dann noch mehr angeschaut habe, dass ihr ja nicht nur ein Festival seid, ihr habt jetzt auch ein Nachwuchsfestival mit dem Next. Ihr habt ja auch eine eigene Form von Artist Residency mit Artist Meets Archive. Ihr habt Workshops. Ihr habt letztes Jahr, 2021, ja sehr viel digital gemacht, was mir sehr, sehr gefallen hat. Und ihr macht schon länger das Fotobuchquartett und ihr habt auch ein eigenes Stipendium zusammen mit der Fotoakademie Köln. Das sind sehr, sehr viele Aktivitäten und das alles macht ihr als gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Habe ich da was vergessen? Klingt super. Also in so einem Laden würde ich gerne arbeiten. Ja, und du hast in einem Podcast mal gesagt, deine Aufgabe ist die Verteidigung des Fotostandorts Köln. Ja, schlimm, ne? Also wie im Fußball kommt mir mein Vokabular einfach nur noch kämpferisch vor, wenn ich irgendwie über Fotografie und Köln rede. Es hat einfach permanent nur mit Kämpfen, Verteidigen, Lancieren, Manöver ausdenken, Strategien, Zuschlagen,
Not easy. Ja, meine erste Frage wäre, wenn du sagst, verteidigen, wer greift denn an? Tja. Ja, es ist ja immer so ein Problem und da steigen wir jetzt schon so ein bisschen in die Geschichte ein. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Der Fotostandort Köln, jetzt bin ich mal kurz ein bisschen seriös wieder, ne? Das ist, dieses Label Fotostadt Köln gibt es einfach schon sehr, sehr lange, wie du sagst. Das Festival seit 84 basiert aber eigentlich noch sozusagen auf den Bilderschauen, die zusammen mit der Fotokina ins Leben gerufen wurden oder die auf der Fotokina stattfanden ab 1950, 51. Das heißt, wir blicken hier in Köln schon auf eine sehr lange Tradition des Fotografieausstellens zurück. Und das wurde natürlich dann flankiert mit den Sammlungen, die aufgebaut wurden in den großen Museen und den unzähligen Archiven, die es auch über 40 gibt es hier in Köln, über 40 fotografische Archive, große institutionelle Archive, aber auch Privatarchive. Und so formulierte sich zusehends so dieses Label Fotostadt Köln. Und dieses, also auch zumindest so in der Kulturpolitik der Stadt Köln ist das ein sehr gewichtiges Standortmerkmal. Das sind jetzt so kulturpolitische Begriffe. Und verteidigen deshalb, weil natürlich die anderen Städte zum Glück auch erkennen, was sie alles für Fründe und Schätze spezifische Merkmale haben. Und da jetzt einfach in den letzten Jahren sehr viel passiert. Und in Köln passiert natürlich leider Gegenteilig ist, wie ihr wisst, ist die Fotokina tot oder zumindest auf ungewisse Zeit verschoben, was vermutlich tot bedeutet. Und das ist natürlich ein Moment, an dem wir auch mal zumindest die Stopptaste drücken müssen und überlegen müssen, wie geht es jetzt für die Fotoszene weiter, weil, wie du richtig sagst, war die Fotokina immer Anlass für die Fotoszene. Also natürlich hat sich um diese Technikmesse der Fotokina, die zu Beginn nicht und in den ersten Jahrzehnten nicht reine Technikmesse war, sondern immer auch die Kultur mitgedacht hat und die Kunst. Jetzt gibt es diese Fotokina eben nicht. Jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Und deshalb spreche ich so von verteidigen. Also weil uns einfach jetzt ein großes Stück fehlt. So ein sehr wichtiges, sehr wichtiger Komponent für dieses Label Fotostadt Köln. War das eine Antwort? Oder wolltest du noch wissen, von wem wir uns angegriffen fühlen? Oder? Oder von was? Oder hat das meine Bauchstimme gerade gechannelt? Nee, ich glaube, Boris' Frage war ja nur die Reaktion darauf, dass du im Angriffsmodus bist. Ach so, ja. Oder im Verteidigungsmodus. Ja, und, gut, und ich habe mit der Geschichte geantwortet. Genau, aber es ist ja immer so, wenn die Geschichte gut war, also der Ballon steigt und dann musst du irgendwann den Platz verteidigen so, oder ihn aufgeben und den Fackelstab einfach weiterreichen und sagen, jetzt ist Düsseldorf und Essen dran. Oder Fotopia und Photo Week Berlin. So, ne? Aber es sind ja, du hast ja jetzt zwei Messen genannt. Die Fotoszene ist ja tatsächlich, auch wenn sie Fotoszene heißt, ein Fotofestival tatsächlich. Und was ich interessant finde, ist, der Talk hier läuft ja unter diesem Dach und dem Thema künstlerische Fotografie und Markt. Und grundsätzlich hat sich die Fotoszene dann, wenn wir mal 84 als Anfang nehmen, so, wo das erste Mal das Thema Fotoszene aufkam, auch wenn es vorher sich aus den Bilderschauen herausgebildet hat zur Fotokina, dann ist es ja schon so, dass sich das auch aus so zweigeteilt hat. Ne? Die Fotokina wurde immer mehr Fotomarkt, also Tech für Technik, und die Fotoszene hat sich davon so abgespalten und sich natürlich mit künstlerischer Fotografie, nenne ich das jetzt mal im Oberbegriff, auseinandergesetzt, wenn auch ich die Fotoszene jetzt immer auch als was gesehen habe, was nicht nur rein künstlerisch funktioniert, sondern sehr breit aufgestellt ist, was die Bilderschauen in Köln angeht. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn wir zum Thema Markt zurückkommen, wie siehst du denn überhaupt die Fotoszene in Bezug auf so eine Markttätigkeit? Also habt ihr euch komplett von dem, was man Fotomarkt nennen könnte, abgekapselt mit der Fotoszene? Oder glaubt ihr, dass ihr da noch Einfluss drauf habt, egal in welcher Art und Weise? Oder in welcher Weise hättet ihr da noch Einfluss drauf? Auf den Fotomarkt? Also
okay, das sind jetzt verschiedene Begrifflichkeiten. Ich würde die Fotokina, wie du ja richtig sagst, war Fototechnikmarkt und kein Kunstmarkt. Also reden wir jetzt über Fototechnikmarkt oder? Nein. Nee. Wir reden jetzt über den Fotokunstmarkt, also über den Fotomarkt. Okay. Nicht, wenn es darum geht, Technik zu verkaufen. Ja, okay. Und das war die Fotokina ja nie und das war die Fotoszene auch nie. So, ne? Also, aber wenn es jetzt um die Fragestellung geht, inwiefern Festivals den Fotokunstmarkt beeinflussen und Künstlerinnen sozusagen auch auf dem Markt einen anderen Wert zu geben oder so, dann hat es da natürlich schon Aspekte, die ganz interessant sind. Aber auch da muss man wieder gucken, über was reden wir hier? Wenn wir über Festivals an sich reden, gibt es ja sehr viele verschiedene Formate von Fotofestivals. Und die Fotoszene würde ich grundsätzlich als ein sehr niedrigschwelliges Format beschreiben, zu dem jeder hat ja zur Fotoszene Zugang sozusagen. Ne? Es gibt keine Jury. Man kann sich anmelden und es findet aber natürlich auch von uns kuratiertes Programm statt oder in Absprachen mit den Museen bestimmtes Programm statt, sodass bei der Fotoszene, und das ist tatsächlich so ein Merkmal, das die Fotoszene seit den 80ern immer schon hatte, sowohl kuratiertes Programm als auch singuläre Positionen, die sich anmelden, die keinem Thema, spezifischen Thema folgen, sich auch anmelden können. Und das ist jetzt mal so grob zusammengefasst natürlich das Line-up der Fotoszene. Und das ist jetzt nicht so gut zu vergleichen mit einem Festival, das wie Mannheim beispielsweise oder die Hamburg Triennale komplett durchkuratiert ist und auch auf bestimmte Positionen abzielt. Jetzt reden vielleicht wir aber wahrscheinlich über unser Festival. Ja. Vielleicht können wir die zwei Fragen aufteilen, weil ich finde beide spannend. Ich finde die Frage nach Fotofestivals und ihre Rolle innerhalb der Karriere von Fotografinnen sehr interessant. Du hast ja auch Erfahrungen gemacht, ja, mit einem anderen Fotofestival in Friedrichshafen-Heidelberg. Aber der andere Aspekt wäre, nochmal auf die Fotoszene einzugehen. Das ist ja wirklich ein einzigartiges Ding, ne? Innerhalb Deutschlands. So wie ich euch verstehe, seid ihr ja auch eine Art Klammer für alle Veranstaltungen, die in Köln fotografisch stattfinden. Ihr kuratiert, organisiert selber, aber ihr habt ja auch Partner, wenn ich das richtig verstehe. Museen, Galerien, Offspaces. Ist das so im Fall? Und ja. Was ich mich dann gefragt habe, ist, was ist eure Kernaufgabe? Ist das einfach die Vermittlung von Fotografie für ein möglichst großes Publikum von allen Beteiligten, die da mitmachen? Also 2021 waren es ja 90 Ausstellungen. Ist das PR? Ist das Marketing? Wer ist für die Fotoszene, ich sage jetzt mal, eine Zielgruppe? Oder wie viele überhaupt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Alex klingt so, als wüsste das, sieht so aus, als wüsste das alles schon. Nee, überhaupt nicht. Aber Heide weiß ich. Ja, also es gibt viele Antworten auf diese Frage. Also wir bezeichnen uns selber, also unser Firmenname ist ja Internationale Fotoszene Köln und der Claim ist Institution zur Förderung der Fotografie. Und durch all diese Projekte, die du genannt hast, ob das jetzt Archivstipendien sind oder ein Festival für Kinder oder von Kinder und Jugendlichen oder Ausstellungstätigkeiten, dadurch versuchen wir natürlich der Fotografie hier in Köln einen Raum zu geben, Diskursraum zu geben, möglichst viele Menschen anzusprechen und zu diesem Diskurs sozusagen einzuladen. Das ist, natürlich kann man das einerseits so als Kulturmanagerin, als Marketing bezeichnen, klar, so Kunst- und Kulturmarketing der Fotografie. Und es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, auch in diesem Spagat zwischen Museen, Galerien und freier Szene. Das ist so der Spagat, in dem wir uns aufhalten, weil wir eben nicht nur in Museen stattfinden, sondern auch eben sehr engen Draht zu den Kunstmarktgalerien haben, ob es jetzt Thomas Zander, Julian Sander oder Bene Taschen oder wie auch immer ist. Also diese unterschiedlichen Institutionen haben natürlich auch unterschiedliche Bedarfe sozusagen, also was sie sich wiederum von einem Fotofestival versprechen. Und aber so grundsätzlich geht es uns natürlich darum, die Fotografie
das ist natürlich so eine abgedroschene Formulierung, aber in all ihrer Bandbreite, in ihren unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Gebrauchsweisen auch, immer wieder aktuell zu reflektieren. Das ist unser Anspruch. Ja, und dabei natürlich auch aktuelle Tendenzen so grundlegend aufzugreifen, aber auch immer auch das spezifische Standortmerkmal mitzudenken, wie beispielsweise bei dem Artist Meets Archive Projekt, wo es darum geht, es gibt natürlich überall Künstlerresidenzen, aber hier geht es ja darum, dass es sich verankert mit etwas, was wirklich vor Ort ist und was wir vielleicht auch noch nicht in der Form kennen. Darf ich fragen, wie ihr euch finanziert? Also ich habe gehört in einem anderen Podcast über Fördermittel. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wenn ihr jetzt so viele verschiedene Partner habt von Institutionen, Archiven, Galerien, arbeitet ihr für diese Partner umsonst oder ist das ein Verein, wo jedes Mitglied einen Beitrag zahlt? Wie funktioniert dieses Riesengefüge? Also wir sind kein Verein, wir sind aber gemeinnützig, so eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Also eine kleine GmbH sozusagen und sind 4 Gesellschafter, wir haben keine Mitglieder und wenn Festival ist, dann erheben wir auch eine Teilnehmergebühr, die sozusagen bei uns dann gewisse Kommunikationsleistungen einkauft, ne, damit wir eben die Ausstellung promoten in verschiedenen Printmaterialien und so weiter. Das ist so Tagesgeschäft, würde ich mal sagen, dass man auch auf der Website, Social Media, dass wir erarbeiten Vermittlungsprogramm dann für die spezifischen Ausstellungen. Da sind wir dann wirklich Dienstleister für die Akteure, die Kuratoren und so weiter hier vor Ort. So, und das heißt, wir sind grundlegend als gemeinnützige Einrichtung von der Stadt Köln institutionell gefördert. Jetzt im 4. Jahr sind wir im Fest eingeschrieben sozusagen im Etat und 2/3 holen wir noch extern rein über Sponsoring und Stiftungen und so weiter. Also wir sind in dem Moment kein Unternehmen, also nicht wirklich ein Unternehmen, das selber sozusagen Einnahmen generiert, also über Ticketverkäufe oder Katalogverkäufe muss man ja jetzt nicht so. Ich wollte nochmal auf dieses Thema Markt im weitesten Sinne zurückkommen. Da ihr ja quasi allen den Zugang erleichtert oder einfach allen Zugang gebt zu diesem Festival, wenn man das so nennen kann. Das heißt, also man kann sich ja quasi bei euch melden und sagen, hallo, ich habe in Köln eine Galerie, ich möchte mitmachen. Ist es ja auch so, dass ihr quasi auch den Galerien eine sehr große Plattform bietet. Also alle Galerien können mitmachen und eigentlich können sie auch alle machen, was sie wollen, so und sagen, ja, wir haben halt eine Ausstellung und dementsprechend sind gerade mehr Menschen in der Stadt, die können alle in die Galerie kommen. So, darauf zielte am Anfang meine Frage ab, was du glaubst, wie viel Einfluss die Fotoszene auf diese Galerien hat. So, also auf das, was da an Zulauf stattfindet. Und auf das, was sie dann als Programm entwickeln während der Fotoszene. Mhm. Genau. Also, klar, da gibt es eindeutig eine Wechselwirkung, wobei es sind auch sensible Bereiche, die ganz stark so vorsichtig kommuniziert werden müssen. Wie ich eben ansprach, hat natürlich das Museum einen anderen Bedarf und ein anderes Bedürfnis auch nach Publikum als so eine Galerie. Natürlich hat die Galerie möchte einfach Sammler anziehen, ne? Also möchte natürlich irgendwie jemanden anziehen, der sich nicht nur über die Ausstellung informiert, sondern letztlich auch Kunst kauft. Und als ich die Fotoszene vor 8 Jahren mit übernommen habe, bei mir kommen gerade so ein paar Nachrichten rein, da kam ich eben gerade aus Mannheim und hatte für mich schon auch so klar definiert, wir sind jetzt nicht die Dienstleister der Galerien, also wir sind jetzt nicht unbedingt die Dienstleister der kommerziellen Branche. Und gleichzeitig merken wir aber natürlich, wie wichtig dieser Austausch mit denen ist, die Kunst wirklich an den Mann und die Frau bringen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es, also wenn Bene Taschen jetzt wie bei der letzten Ausstellung Larry Fink zeigt oder Julian Sander, Oliver Abraham, dann findet das wirklich sehr unabhängig davon statt, was, also wir haben da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Das ist wirklich völlig unkuratiert sozusagen. Okay, wisst ihr denn, ob sowas wie ein Festival den Galerien hilft?
in diesem konkreten Fall? Also ob die Fotoszene hilfreich ist, weil sie viele Leute anzieht und dementsprechend auch mehr Menschen in die Galerien kommen, oder ist das eher einfach nur dazu da, damit auch Besucher in die Galerien strömen? Weil, also kommen Sammler zur Fotoszene? Ja, wir haben schon mal, vor 2 Jahren haben wir auch mal so ein Collectors Vermittlungsprogramm angeboten, also dass man so auch da versucht hat, Vermittlungsprogramm nicht nur in die Off-Räume und Museen anzubieten, sondern auch so spezifisch auch für Leute, die Kunst kaufen wollen. Und das gibt es dann schon, aber das ist dann eben unsere Aufgabe, diese Vermittlungsprogramme und diese Führungen so zu entwickeln. Aber was sich dann daraus hinter den Kulissen an wirklichen Käufen entwickelt, darüber wird natürlich geschwiegen sozusagen. Ne? Also was sich dann daraus an tatsächlichem Geschäft sozusagen entwickelt. Und ehrlich gesagt, ja, und ehrlich gesagt sind das so Bereiche, da möchte ich auch gar nicht mehr reingucken. Also das ist schön, wenn wir es hingekriegt haben durch unsere Formate, dass wir den Menschen die Hemmung nehmen, in Galerien zu gehen. Es ist ja nach wie vor, es ist kein Ort, in dem man einfach so reinläuft. Damian hat ja jetzt gerade über die neu eröffnete Galerie von Julian Sander geschrieben. Der hat ja in der ehemaligen Spielhölle hier einen Laden aufgemacht. Und der ist beispielsweise, oder so sagt Damian dann auch in dem Interview, dass so ein Galerist wie Julian Sander, der möchte das gerne. Ne? Der möchte sehr viel Publikum haben und auch dieses Laufpublikum. Der arbeitet auch daran, dass die Leute den Raum nicht nur als Galerie, sondern als Ausstellungsraum wahrnehmen. Aber es ist eben sehr unterschiedlich. Manche Galerien liegen auch jetzt nicht unbedingt in der Innenstadt, oder manche Galerien liegen auch in bestimmten Vierteln. Ja, da kommt man nicht einfach mal so längs und geht da rein. Und das ist dann für uns schon Ziel erreicht, wenn wir sagen, okay, wir haben irgendwie diese Gruppe an Leuten, die sich vorher eine Postkolonialausstellung angeguckt haben im Rauenstock-Just-Museum. Die haben wir dann aber über eine kleine Führung dann über 2 Galerien geleitet, und man hat diese Hemmung genommen, in diese Räume reinzugehen. Okay. Ich habe eine Frage, und zwar eine Frage an unsere Zuschauenden. Ja, jetzt bis zu diesem Punkt, gibt es von euch, von denjenigen, die uns zuschauen, dazuhören, eine Frage an Heide, die wir weitergeben können? Ja, das könnt ihr auch zwischendurch immer wieder hier reintippen. Wir sehen das, lesen das und können dann auch reinreichen. Wenn es hier keine gibt, dann hat Alex eine. Also eine, die mir auch eingefallen, wenn ich jetzt zuschauen würde, hätte ich das wahrscheinlich auch fragen wollen. Nämlich, wenn ich, sagen wir mal, ich als Künstler würde oder Künstlerin nehme an so einem Fotofestival teil, welchen Vorteil bietet mir das, als Künstlerin bei einem Fotofestival teilzunehmen, außer etwas mehr Sichtbarkeit? Ich frage das deshalb, ich muss dazu etwas erzählen. Ich habe mich mal mit einer Künstlerin unterhalten, die mir sagte, sie möchte nicht mehr an Fotofestivals teilnehmen, weil sie das nur alles Geld kostet, sondern sie ist eher, sieht sich eher bei Kunstbiennalen oder ähnlichem oder Kunstfestivals oder so, weil sie dort anders behandelt wird als im klassischen Fotosektor, und das, obwohl sie Fotografin, Künstlerin ist. Und das fand ich eine interessanten Gedanken über. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Sie sieht den Fotomarkt nicht als den Markt, wo was verkauft wird, oder das Fotofestival, sondern das ist eher so, um einen Namen auf dem Zettel zu haben, und hat dann eher die Biennalen oder Ähnliches angesprochen, wo sie sagte, da kommen halt dann Sammler hin, die auch sich was angucken und dann eventuell auch kaufen. Wie siehst du das? Und sie sagt, muss ich dich jetzt erstmal ausfragen, wie sie das genau gemeint hat. Also ich meine, Kunstbiennalen und Fotobiennalen, also wo ist da der, also wo sah sie den Unterschied, oder wo hat sie konkret was dazu gesagt? Also konkret ging es zum Beispiel darum, dass sie nicht mehr in Aal ausstellen würde, sagt sie, weil sie sagt, da laufen die Sammler nicht und da kommen alle zum Gucken, aber sonst nicht. Und eine kleine Kunstbiennale oder eine Einzelausstellung in einem Haus irgendwo würde ihr viel mehr bringen, weil sie selber sagte, sie möchte jetzt von dem, was sie tut, leben und sieht da mehr Vorteile. Sie konnte das natürlich alles nicht begründen, das ist klar, aber ich fand den Gedanken interessant. Klar, ist auf jeden Fall eine Haltung, die man haben kann oder die man dann irgendwann entwickelt, wenn man durch ist mit der Sache. Ne? Also wie wenn man
wenn man, was weiß ich, wenn man als kleine Vorstadt-Kombo durch genügend Jugendheime getourt ist, dann ist dann auch mal irgendwann die nächste Stufe da. Ne? Ich finde, das ist jetzt keine Haltung, die das andere widerlegt oder so. Ne? Also die irgendwie sagt, man braucht dafür Fotofestivals nicht. Wobei man sowieso auch über diese Begrifflichkeit Festival sprechen könnte, die auch ungenau ist, ne? Also und auch Biennale macht nicht unbedingt, das Wort Biennale macht ja auch nicht unbedingt eine wertigere oder qualitätvollere, sammleranziehende. Also don't kill the messenger, ne? Ich sehe das ja nicht genauso wie Sie, sondern das hat mich nur auf den Gedanken gebracht. Ich kann mir nur vorstellen, ohne Sie jetzt zu kennen, dass es natürlich irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, man macht bei diesen Fotofestivals nicht mehr mit. Das verstehe ich schon. Das sind natürlich in erster Linie sind es Besucherformate. So, und dann kann man natürlich schauen, was gibt es noch für Vermittlungsformate, die ein bisschen in die Tiefe gehen, sozusagen, aber ich sehe das jetzt gar nicht so gegeneinander, sondern eher irgendwann kommt dieser Punkt, wo man vielleicht dann nicht mehr bei Festivals mitmacht, wobei natürlich so die Line-Ups von sämtlichen Festivals irgendwie rund um die Erde natürlich auch zeigen, dass Festivals immer dann spannend sind, wenn sie natürlich die etablierten Positionen mit den Emerging Artists zusammen zeigen. Also für dich, finde ich. Also ich kann das Zitat von Alex insofern bestätigen, dass Freunde von mir das auch schon gesagt haben. Und ich mache diesen Festival-Zirkus ja seit 2013. Und für mich war das die ersten Jahre sehr, sehr hilfreich. Ich habe dann die ganzen Portfolio-Reviews mitgemacht, bin auf den europäischen Festivals rumgereist, war auch international unterwegs und man lernt einfach wahnsinnig viele Leute kennen. Vielleicht nicht die Sammler, aber die Kuratoren und die Presse und vor allen Dingen auch wahnsinnig tolle Kolleginnen, mit denen ich immer noch im Austausch mit Freunden bin und wir helfen uns untereinander weiter. Auch das ist etwas, was als Networking nicht zu unterschätzen ist. Und die Fotowelt ist halt irgendwo auch eine Blase. Und da überschneiden sich dann auch diejenigen, die auf die Festivals gehen, mit den Museen, mit den Festivals, teilweise mit den Galerien. Und ich würde sagen, da gibt es halt einfach unterschiedliche Festivals, wo halt auch mehr oder weniger interessante Leute kommen. Und Aal ist nun mal das Interessanteste, wo alle irgendwie hingehen. Insofern überrascht mich das, was jetzt dein Kontakt gesagt hat, Alex. Ich kann sagen, mein Kontakt. Völlig auf der falschen Spur. Aber es ist natürlich so, dass man sich dann auch fragt, inwieweit die Festivalwelt so eine Umlaufbahn für sich ist, wo es ab und an Überschneidungen gibt in die anderen Welten. Die Galerienwelt ist eine andere für sich und dann in den Galerien kannst du auch wieder aufteilen, sind es nur Fotogalerien oder Kunstgalerien und man ist da in so einem verschiedenen Orbit. Ja, mal gibt es mehr, mal weniger Überschneidungen. Insofern ist das schon eine Frage, was nützen wirklich Fotofestivals? Und du hast jetzt ja damit sehr lange Erfahrung, Heide. Wo siehst du den Vorteil? Für Fotografinnen zu sagen, ich mache damit, ich bewerbe mich bei Fotofestivals. Was ich raten würde, was ich sozusagen jungen Fotografinnen raten würde, sagst du? Würdest du sagen, es macht Sinn, sich bei Open Calls zu bewerben? Und wenn ja, bei welchen Festivals? Und bei welchen? Nee, nur bei welchen Festivals? Ja, dann bei welchen nicht? Auf gar keinen Fall. ja, diese Frage kann man natürlich überhaupt nicht pauschal beantworten. Das muss jeder Künstler, jede Künstlerin für sich selber entscheiden, bei welchen Themen sie zuschlägt oder bei welchen eben nicht. Grundsätzlich empfinde ich Festivals und auch aus unserer Sicht im Festival machen, sind das schon so diese Zwischenstufen zwischen, also in der weiteren institutionellen Karriere von jungen Künstlern und so den ersten Anfängen. Und das sind auch so Experimentierfelder, die eine neue Arbeit vielleicht auch mal ausprobieren in der Umsetzung in bestimmten Räumen, in neuen Räumen, in anderen Räumen. Also ich kann jetzt gar nicht grundsätzlich sagen,
dass das für jeden Künstler passt. Es ist, glaube ich, bei jedem neuen Werk, das entsteht, zu prüfen, in welchem Kontext diese Arbeit als erstes gesehen werden möchte. Und diesen Aspekt, den du auch eben angesprochen hast, dieses Gatherings, dass sich eben die Szene trifft und man Kollegen trifft und andere Künstlerinnen trifft, sich vernetzt, den finde ich ganz entscheidend natürlich in diesem im Festival machen, was natürlich dann die letzten zwei Jahre nochmal retrospektiv traurig beleuchtet, dass das natürlich kein Festival jetzt in den letzten zwei Jahren so richtig einlösen konnte. Bei welchen Festivals, das muss ich genauso schwammig zurückgeben, es gibt natürlich so diese geschlossenen Formate wie Triennale Hamburg, obwohl die haben ja jetzt einen neuen Aspekt drin im Festival, habe ich gesehen. Ne? Es gab ja eben diese Aufforderung auch, da konnte man sich bewerben und bekam dann diese Ausstellung finanziert, oder? Ist es so? Mhm, ist jetzt zum ersten Mal. Triennale Expanded. Ja, genau, da kann ich jetzt noch nichts drüber sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich interessant, sich da mit zu beteiligen. Bei diesen großen Open Calls, das ist ja auch manchmal, kommt es drauf an, macht man das, um einfach eine Ausstellungspraxis zu erwerben? Macht man das, um einen Preis zu bekommen? Die sind ja einfach sehr unterschiedlich aufgestellt, diese Open Calls. Da ist es eine wahnsinnsgroße Szene, diese Fotofestivallandschaft, Boris, das weißt du ja auch. Deshalb ist meine Antwort entsprechend auch so ungenau, weil es da natürlich für jeden Bedarf unterschiedliche Aspekte gibt. Gerade eben hatte jemand etwas geschrieben. Ich probiere jetzt zurück zu scrollen. Ich kann mir nicht vorstellen, das sage nicht ich, ich zitiere jetzt, dass gute Galerien sich neue Fotografen auf Festivals suchen. Und dazu wollte ich eigentlich eben schon was sagen. Ich glaube nämlich auf die Frage, wie wichtig Fotofestivals sind, dass sie unfassbar wichtig sind. Einmal aus den Gründen, die Heide gerade eben genannt hat, nämlich weil dort auch viel möglich ist, weil dort auch viel ausprobiert werden kann, nämlich Dinge, die Galerien nicht können, also selten können oder auch machen, nämlich einfach mal was ausprobieren, ein bisschen rumexperimentieren, neue Sachen zeigen. So, und gleichzeitig um darauf zurückzukommen, was hier gerade ein Zuschauer geschrieben hat, ist es, glaube ich, auch so, dass bei den größeren Festivals, ob jetzt in Deutschland oder international, nicht nur der Durchschnittsbesucher unterwegs ist, sondern bei großen Festivals treffen sich auch andere Menschen. Da gibt es auch, also bei der Paris Photo, okay, das ist jetzt grundsätzlich eher eine Messe, aber bei Festivals, nehmen wir jetzt mal klassisch Aal oder sowas, natürlich laufen da auch Galeristen rum oder Galeristinnen. So selbstverständlich. Wo sollen die denn sonst ihre Leute finden? Die sitzen ja nicht den ganzen Tag vorm Computer und suchen im Internet oder warten darauf, dass jemand durch die Tür kommt. Und wie wir ja hier auch in diesem Talk schon mal hatten, am seltensten funktioniert es für Künstlerinnen, bei einer Galerie einfach anzurufen, zu sagen, ich habe ein Portfolio, will sich das einer angucken. Das machen am Tag 150 Leute. So, also die Galeristinnen gehen natürlich auf Festivals und gucken sich an, was da passiert, und auf die Frage, ob man jungen Leuten raten sollte, bei Festivals mitzumachen, per se, so viel es geht. Niemand wird dich finden, wenn du nicht zu sehen bist. Es ist so einfach, wie es klingt. Und wenn du die Möglichkeit hast, auf einem Festival dich zu zeigen, wenn du schon sehr bekannt bist, dann hast du vielleicht andere Gründe. Aber ansonsten würde ich sagen, immer Festivals immer machen. Jetzt schreibt Ingo hat eine Frage. Hallo Ingo, danke fürs Zuschauen. Ingo fragt Heide, ob ein Festival ein übergreifendes Thema braucht oder ob es reicht, dass Fotoausstellungen gleichzeitig eröffnet werden. Also als Festivalbesucherin gehe ich immer sehr gerne auf Festivals, die ein Thema haben. Das Thema hilft mir als Besucher immer, mich zu orientieren. Heute habe ich noch mit jemandem auch darüber gesprochen, dass aber letztlich diese Themen, vor allen Dingen so in den letzten Jahren oder aktuell, letztlich unter anderen Titeln dasselbe meinen. So, also ihr in Hamburg habt ja jetzt mit Currency. Ich habe da nichts mit zu tun. Achso, okay. Also genau, ihr in Hamburg habt ja jetzt mit Currency letztlich auch einmal mehr so eine Bestandsaufnahme, gesellschaftsrelevante Themen, einmal so quer sozusagen durch alle Themen, die uns aufwühlen, die uns beschäftigen. Gleichzeitig macht Iris Sicking bei der Biennale in Mannheim unter dem Titel From Where I Stand oder so ähnlich, ne, letztlich auch diese sieben prekären Felder auf, die vor 5 Jahren oder wie lange ist es jetzt her, Urs Stahl auch schon mal aufgemacht hat. Also es sind letztlich diese immer wechselnden Titel,
Und gleichzeitig bieten die Festivals aber natürlich trotzdem immer, was ist gerade, was sind die aktuellen Themen der Fotografie? Und deshalb ist es natürlich letztlich schon auch die Frage, sind es jetzt thematische Ausstellungen, nur weil sie bestimmte Titel tragen? Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, was du meinst, Ingo, dass es hat dann natürlich trotzdem auch ein kuratorisches Konzept, und das hat die Fotoszene at large natürlich nie gehabt. Die hatten nie ein Oberthema, unter dem sich sozusagen alle Anbieter von Fotografie subsumieren konnten. Und das war auch eine ganze Zeit lang Kritikpunkt der Fotoszene, oder ist es immer noch, ne? Dass man dann nicht so richtig durchnavigieren kann, oder wir haben, als wir die Fotoszene übernommen haben, gesagt, wir möchten eigentlich diese verschiedenen Ausdrucksweisen und auch das Autarke der Galerien, die Museen und so beibehalten und versuchen eher durch kuratorisches Rahmenprogramm da eine Führung reinzubringen, aber diesen Facettenreichtum schon beizubehalten. Und dann muss ich sagen, wenn ich auch als Besucherin an Aale oder so zurückdenke, ich liebe das, in kuratierte Themenausstellungen zu gehen, aber für so eine Lebendigkeit der Szene sorgen natürlich auch ganz oft die Ausstellungen, die du hinten noch im Kiosk siehst oder dann auf dem Weg von der großen Hauptausstellung und so weiter. Das trägt letztlich alles dazu bei, dass man sich über diese Bilder austauscht. Und wenn du sie dann einmal da hast, die Leute, dann braucht man vielleicht gar nicht mehr unbedingt dieses Thema. So, das ist jetzt vielleicht eine sehr spontane Antwort. Ja, vielleicht ist es auch so, dachte ich gerade, also ich gehe jetzt mal von mir aus, viele Festivals haben ein Thema. Ich habe oft das Gefühl, dass so ein Thema deshalb gesucht wird, damit man überhaupt irgendeinen Ansatzpunkt hat, um irgendwo anzufangen und nicht einfach wild zu sagen, wir machen einfach mal querbeet. Weil in dem Moment, wo du auf ein Festival gehst, ich war noch nie auf irgendeinem Fotofestival und habe die ganze Zeit gedacht, ah, hier geht's um das, sondern ich suche mir dann Ausstellungen raus, die interessant sind. Das heißt, im besten Fall sind das dann monothematische Ausstellungen zu irgendetwas oder Einzelausstellungen von Künstlern oder Künstlerinnen. Und die schaue ich mir an, aus einem bestimmten Grund. Aber dass ich auf ein Fotofestival fahre, bloß weil ich das Thema dieses Festivals gut finde, ist, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das dient eher dazu, überhaupt irgendeine Headline zu haben. Ja, und die ist wichtig, natürlich. Ne? Und wenn wir bei unserem Programm, das haben wir jetzt ja in der dritten Ausgabe, Artist Meets Archive, das ist natürlich auch zugegebenerweise einfach nicht einfach. Es hat Substanz auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch ein Name, der irgendwie klar machen soll, was wir hier vorhaben, aber auch da, das ist natürlich nicht wirklich thematisch, sondern fast eher so strukturell, könnte man sagen. Aber wie du sagst, Paris Photo oder auch Aal, ne, bei Paris Photo gibt es natürlich kein Thema, sondern es gibt aber natürlich trotzdem im Rahmenprogramm Themen der Fotografie. Aber wir fahren alle nach Paris natürlich, um Künstler zu treffen, Künstlerinnen zu treffen. Und in Aal ist es natürlich genauso. Es gibt dann so eine Hauptausstellung, aber ansonsten sieht man natürlich auch den ganzen Reichtum an Fotografie. Ich kann mich bei Aal beispielsweise eigentlich nie so richtig dran erinnern, dass es da ganz spezifische Themen gab. Das gibt es nicht. Ingo hat noch eine strukturelle Frage, Heide. Wie schwer es eigentlich in Köln ist, Institutionen dazu zu bringen, um an einem Strang zu ziehen. Hier ist jetzt wahrscheinlich der direkte Erfahrungsvergleich zwischen Hamburg und Köln angedacht. Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, Ingo. Und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Es hängt einfach ganz stark daran, wie man mit den Institutionen kommuniziert. Und wir sind den Weg von unten gegangen. Also das heißt, wir haben versucht, wirklich durch Projekte mit den Institutionen das Vertrauen der Institutionen zu gewinnen. Und das ist ein langer Weg. Also dieses was ja auch oft mal so zitiert wird, dieses UFO, das landet und dann einfach sagt, so, wir mieten uns jetzt hier in eure Ausstellungsflächen für 2 Monate an, kann man so machen, wird auch irgendwie funktionieren, aber ist natürlich nicht wirklich ein gut verankerter Weg. Und deshalb gehen wir immer den Weg, über Kooperation, über echte Projekte miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man braucht einen langen Atem. Also jetzt so nach 8 Jahren, als wir die Fotoszene übernommen haben, vor 8 Jahren, war das Nebeneinander der Institutionen, war das nicht so richtig gut. Und jetzt haben wir durch die verschiedenen Projekte noch ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, dass es diese Kraft von außen braucht, von einer unabhängigen Institution wie der Fotoszene. Oder bei euch dann die Triennale.
um die Institute zusammenzubringen. Das merke ich schon. Also so diese Verbundsprojekte, die wir dann mit dem Museum Ludwig, dem Kölnischen Stadtmuseum, dem Rheinischen Bildarchiv und so machen, also dass wir von außen sagen, uns ist eigentlich total egal, ob dass du Kunstmuseum bist und dass du Stadtmuseum bist und dass du eigentlich reproduzierendes Stadtarchiv bist. Ihr macht alle Fotografie, lass uns Fotografie das verbindende Element sein. Das würde nicht, glaube ich, aus den Häusern selber kommen, sondern diese Impulse geben wir von außen und die können wir auch nur geben, weil wir dann sozusagen keine eigenen Aktien in dem Geschäft haben. Ist das eine Antwort? Ja. Ja. Es wurde akzeptiert, Hamburg hat akzeptiert. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, jetzt bist du schon fast 8 Jahre dabei und ihr seid damals angetreten im Team, um Dinge neu zu machen. Und das hat, so wie du es gesagt hast, nicht aufgehört. Was sind denn Pläne für die Zukunft? Was möchtest du denn weiter machen? Schlimm, ne? Da lade ich euch alle mal ein, zu uns zu kommen und mit uns darüber zu diskutieren. Also dieses Jahr, wie gesagt, ist Stopptaste angesagt. Und also Stopptaste nach außen. Wir haben Projekte natürlich vor. Wir arbeiten mit ganz tollen Museen und Institutionen für das nächste Artist Meets Archive Projekt mit dem Museum für ostasiatische Kunst. Dann ganz toll mit dem NS-Dokumentationszentrum, die eine fantastische großen Bestand haben. Also das Wort fantastisch ist natürlich absurd in dem Zusammenhang. Ne? Ich entschuldige mich dafür. Aber 150.000 Fotografien, Riesenkonvolut, sowohl inszenierte NS-Propaganda, aber auch gleichzeitig die privaten Fotoalben aus Nachlässen. Und dort werden wir auch eine Künstlerin hineinladen, die mit den Beständen arbeitet. Dann das, also auch eben noch 3 weitere Institutionen. Aber wir dieses Jahr nehmen wir ja schon als Chance war, grundsätzlich das Fotoszene-Festival zu überdenken und wirklich mal auch uns kritisch zu befragen, was machen wir weiter, was schmeißen wir über Bord, was brauchen wir nicht. Und ich finde ja beispielsweise auch, dass das Aufblühen von Essen, hört ihr mich noch? Ja, wir hören zu, sehr gespannt. Also das Aufblühen von Essen finde ich ja persönlich super. Ich freue mich total darüber, über die Magazine, das 2. Magazin jetzt schon, Fotostadt Essen und auch natürlich sind wir mit Düsseldorf im kooperativen Austausch. Und ich habe eher die Idee, dass wir in ganz NRW zu einer starken Region zusammenwachsen und in der es aber trotzdem darauf ankommt, dass jede Stadt so ein spezifisches Merkmal der Fotografie bringt. Also wenn wir jetzt alle 3 permanent dasselbe machen würden, ich nenne jetzt nur mal Essen, Düsseldorf und Köln, wäre es auch irgendwie langweilig. Wir müssen schon zusehen, dass wir uns da nicht zu sehr in die Quere kommen, sondern ergänzen in dem, was so unsere Merkmale sind. Das gilt es jetzt in diesem Jahr rauszufinden und da werden wir bestimmt auch einige, also geplant ist für Herbst so eine Art Diskussionsforum, zu dem wir internationale Kuratorinnen und Künstlerinnen einladen möchten, um auch nochmal so die Frage nach den aktuellen Themen der Fotografie zu stellen und zu diskutieren, um dann im Mai 2023 mit in neuer Verfassung aufzuschlagen. Aber wir haben eine Frage aus dem Publikum, ich glaube von einer sogar Essener Studentin, wenn ich das. Ich hoffe, das stimmt. Was ist deiner Meinung nach eine ideale Laufzeit bzw. Dauer für ein Fotofestival? Das heißt, was lohnt den Aufwand und ab wann ist es kein wirkliches Festivalformat mehr? Sehr interessante Frage. Weil natürlich auch Corona uns gezeigt hat, dass man Themen durchaus platzieren kann, auch wenn du es gerade mal zu einer Eröffnung geschafft hast und danach schon die Türen zu sind. Ne? Also man kann natürlich trotzdem fotografische Positionen, künstlerische Positionen zeigen und eine Ausstellung nur eine Woche laufen lassen, sozusagen. Oder das ist so ein Punkt, wo ich manchmal so drüber nachdenke, reicht es uns eigentlich allen, einmal diesen Kick-Off zu haben, eine Eröffnung und in Austausch zu kommen, meinetwegen noch ein schönes Wochenende angeschlossen mit Rahmenprogramm. Und dann lässt man es halt irgendwie noch 1-2 Wochen laufen, aber diese langen Laufzeiten, sind die noch gerechtfertigt, weil es natürlich auch, wir haben leider kein eigenes Haus. Wir sind auch immer Mieter sozusagen. Und das kostet natürlich auch was. Es macht einen Unterschied, ob du für 4 Wochen oder für 8 Wochen Ausstellungsfläche
anmietest. Wenn wir jetzt wirklich so in externe Hallen reingehen, beim Artist Meets Archive Projekt müssen wir natürlich nichts bezahlen. Aber das ist, ja, es ist, muss man immer so von Fall zu Fall entscheiden. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du 80.000 Euro in die Hand nimmst für eine Ausstellung, ist es natürlich absurd, wenn die nur eine Woche läuft. So, dann sollte da natürlich schon viel laufen, aber die Erfahrung zeigt natürlich auch nur, zeigt, dass Besucher nur kommen, wenn du Anlässe schaffst. Die bloße Ausstellung ist manchmal dann auch zu wenig. Also das, ich weiß nicht, wie es aktuell in Mannheim ist, aber grundsätzlich hatten wir damals, als ich noch da war, schon war das immer eine Herausforderung, eine 8-wöchige Laufzeit in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, gerade in solchen Regionen, in denen wir jetzt nicht permanent alle sind, sozusagen, also auch so Regionen, in denen sich Festivals ausgedacht werden, damit viele Leute in diese Region kommen. Aber irgendwann ist die, reißt die Szene dann auch weiter und dann sind die Ausstellungen eben 7 Wochen nach Eröffnung nicht mehr so gut besucht, klar. Ich habe noch eine Frage zu euren Erfahrungen letzten Jahres. Ihr seid ja sehr aufs Digitale gegangen. Ich habe das mit Spannung und Begeisterung angeguckt. Ich habe das auch alles ausprobiert, was ihr so gemacht habt. Und es war ein tolles Feuerwerk, für das ich euch nochmal danke. Das ist wirklich etwas, was auch innerhalb der deutschen Szene ganz vorne steht. Wie sind jetzt eure Erfahrungen daraus? Sagt ihr, ihr möchtet in der Zukunft diese digitalen Teile behalten oder die gut gelaufen sind? Oder sagt ihr, immer wenn Pandemie mal vorbei ist, 2030, dann brauchen wir die alle nicht mehr? Danke erstmal dafür, dass du ein Feedback gibst, weil das ist auch schon das größte Problem, dass man natürlich mit diesen digitalen Formaten sehr wenig Feedback bekommt. Also wir haben diese virtuellen Ausstellungen unter anderem gemacht, das sagst du, aber die meandern da jetzt irgendwo so im Netz rum. Ne? Also wir könnten jetzt alle direkt gleich, wenn wir hier auflegen, uns in unserem Ausstellungsraum treffen und es wäre sehr, sehr witzig, aber man muss halt immer irgendwelche Anlässe schaffen, ansonsten sind das so Ghost Cities, die da irgendwie ihr Parallelleben so leben. Also auch da merkt man, man muss diese Anlässe schaffen, sonst sind das auch leere Produkte. So, ne? Genauso Thema Online-Marketing. Wir sind da jetzt auch durch verschiedene Corona-Hilfen in diese glückliche Lage gekommen, auch viel digitalen Content zu produzieren. Und da geht es mir wie allen anderen Institutionen, glaube ich, dass man, ja, okay, und jetzt? Dann postet man das einmal auf Instagram, dann postet man das einmal auf Facebook und dann gucken vielleicht ein paar, aber gucken die dann auch noch in der Woche? Also wir sind ja dann doch nicht so aufgestellt, wir sind eben keine professionellen Mediatheken, die permanent auch Marketing betreiben, um immer wieder Leute auf diese Filme zu locken. Und dafür ist dann, gibt man auch dann doch auch einiges an Geld aus, um diesen digitalen Content herzustellen. Von da aus war vieles jetzt, also nicht eine B-Variante, sondern war, also wir haben natürlich schon versucht, auch den Künstlern ein Forum zu geben, mit den Künstlerinnen über ihre Arbeit zu sprechen, wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und ich bin mir auch sicher, dass das in dem Moment dann geklappt hat. Aber wir liefen gerade Ende Mai, da ging der Lockdown so langsam zu Ende. Wir hatten ganz zum Ende unserer Hauptveranstaltungswoche hatten ein super Panel mit Greenpeace zusammen und mit Fridays for Future um das Thema, braucht der Klimawandel neue Bilder? Also ganz toll im Line-up, ganz tolle Thematik. Und das war der erste so richtig krachende Frühlingstag. Und die Leute zogen einfach mit ihrem Spritz und ihren Bieren durch die Straßen. Und es war so klar, da hat überhaupt keiner mehr Bock, vor irgendeinem Rechner zu sitzen. So. Und da hat man dann letztlich, wenn die Realität wieder kommt, dann doch keine Chance. Und natürlich versuchen wir, einiges beizubehalten. Aber diesmal müssen wir die Distribution und das Online-Marketing unbedingt mitdenken. Es bringt halt nichts, diese digitalen, den digitalen Content zu produzieren und du weißt letztlich nicht mehr genau, was du außer Instagram, Facebook und deine eigene Website und Newsletter überhaupt noch machen kannst, damit du die Leute dafür begeisterst, ne? Und da fehlt ganz viel grundlegende Arbeit, da fehlen ganz banal, da musst du irgendwie Verteiler aktualisieren, du musst die neuen Leute in diesen Online-Agenturen kennenlernen, das hast du nicht so schnell. Ne? Also da ist ja jetzt in den letzten 2-3 Jahren so viel passiert, was so bestimmte Agenturen angeht und Plattformen, wo man jetzt einfach
sein muss. Es bringt dir ja nichts mehr mit deinen digitalen Formaten in der Süddeutschen. Ja, doch, ein Artikel in der Süddeutschen fände ich schon auch gut, aber so grundsätzlich bringt es dir ja irgendwie nichts mehr, da zu landen. Und dann schreibt der Redakteur, ja, wenn Sie das sehen möchten, klicken Sie bitte hier. So. Und dann da können wir uns nochmal eins zu eins drüber unterhalten. Aber Alex hatte eine Frage. Und dann ich hatte keine Frage. Ich wollte die Sachen aus dem Publikum nochmal, nicht, dass das, ne, wir laden ein, das mitzudiskutieren. Und dann, ich fange jetzt erstmal an bei Bum Bum Books. Ich glaube, es ist Ute Behrendt. Hallo Ute. Stimmt es, dass bei Artist Meets Archive keine deutschen Positionen eingeladen werden? Positionen werden ja gar nicht so wirklich eingeladen, sondern es werden ja Künstler eingeladen, meiner Meinung nach, in Archiven zu arbeiten. Und meiner Meinung nach war das bei der letzten Fotoszene Philipp Goldbach unter anderem. Also das wäre schon mal dann mit Nein beantwortet, oder? Ja, genau. Machen wir die Fragerunde ganz kurz, weil wir haben 5 Fragen hier aufgelaufen. Genau. Ja, nein, und 2 Sätze reicht. Also es werden auch deutsche Positionen eingeladen, oder? Ja, wobei wir schon den Fokus darauf haben, dass wir natürlich auch selber überrascht werden wollen und auch die Institutionen, dass wir den Blick wirklich auch aus, bei Archiven geht es ja um System und um Ordnung und um und wer ist derjenige, der die Ordnung reinbringt und wer hat da die Deutungshoheit, wer entscheidet und so weiter. Und natürlich will man da gerne jemanden dann einladen, der aus ganz anderen Ordnungssystemen kommt, der oder die. Und deswegen fällt unser Blick da oft eben also nicht nach Deutschland. Aber manchmal hat es eben Gründe, warum man dann doch auch Positionen aus Deutschland auswählt. Und gegebenenfalls hat die nächste Ausgabe ja auch eine deutsche Position. Da verrate ich noch nicht so viel. Nächste Frage war, gibt es von diesen ganzen genannten Verbänden auch Bemühungen, dass die Fotografie mehr als Kunst anerkannt wird? Ich beantworte das jetzt mal von meiner Position aus. Wieso ist denn die Fotografie nicht als Kunst anerkannt? Also ich glaube, da müssen wir, wie viel soll denn da noch passieren? Ich glaube, die Kunst ist, die Fotografie ist allgemein als Kunst auch anerkannt in Teilen. Heide, was denkst du? Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, ich bin jetzt hier gerade aus Versehen auf meine Tastatur gekommen. Wir hatten noch eine Frage von Martin Vollmann, ob Portfolio-Reviews noch Sinn machen. Ja. Vielleicht beantworte ich das ganz kurz aus meiner Praxis. Ja, mir hat es sehr viel geholfen. Ich habe das professionell gemacht. Ich habe so viele Portfolio-Reviews, wie es nur ging, durchgezogen. Mein Rekord waren 34 in einer Woche in Aal. Und innerhalb von 2, seitdem hat er keine Haare mehr. Da habe ich die alle gesehen, habe meine Haare verloren, habe alles gehört. Man lernt halt wahnsinnig viel dabei. Man lernt dabei, wie man so ein Takeover, diese 15, 20 Minuten, die man hat, optimal nutzt. Man hat dann ein Handout, das gibt man dem Reviewer, da ist ein Foto drauf von meinem Gesicht, Foto von den Arbeiten, kleine Biografie und ein Text zu meiner Arbeit, das kriegt der dann. Und man weiß, wie man die Arbeit präsentiert, man kennt die Leute. Man hat die Kontakte, da kann Martin mich auch nochmal irgendwie persönlich anschreiben. Also für mich hat es sehr viel gebracht und ich kann nur dazu raten, es zu machen und es einfach mal 2, 3 Jahre durchzuziehen und dann kennst du die alle. Martin hat aber auch gefragt, was meint Heide? Ja, ich sehe das natürlich genauso wie Boris. Aber mich hätte jetzt auch noch mal interessiert, Boris, wenn du 34 Portfolio-Reviews in einer Woche gemacht hast, hast du dann... Ja. Und das waren natürlich zuvor Corona-Zeiten, nehme ich an, weil jetzt machst du vielleicht nicht mehr so oft. Aber ich habe schon sehr lange keine mehr gemacht, ich glaube 4 oder 5 Jahre. Nimmst du dann eine Mappe für 34 oder bereitest du dann 34 Mappen vor? Nee, du hast eine Mappe. Das ist ja immer die gleiche Sache, die du zeigst. Du zeigst 1 oder 2 Arbeiten und auch keine Flut von Bildern. Und dann geht es darum, ins Gespräch zu kommen, um sich einfach zu präsentieren. Das bin ich und das mache ich und das interessiert mich. Hallo. Klar, du hast aber dann nicht für jeden Kurator, für jede Kuratorin nochmal was extra vorbereitet, sondern ich kriege alle das gleiche A4-Handout. Und dieses A4-Sheet, das ist bei mir gewachsen. Aus der Erfahrung, dass ich immer gemerkt habe, hey, die brauchen sich keine Notizen zu machen, hier sind meine Kontaktdaten, hier steht die Bio drin, habe ich irgendwann gemerkt, hey, die müssen ja auch meine Fotos drauf haben, meine Arbeit. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich will ja, dass sie mich nächstes Jahr wiedererkennen auf dem Festival, mein Gesicht muss auch drauf. Mhm. Und so hat sich das einfach entwickelt und hat funktioniert.
Ich habe das mal, du hast mir das schon mal erzählt, da habe ich das überschlagen, diese 34, und habe das dann noch multipliziert mit der Hitze in Aal und habe dann gedacht, das kann ja, also das musst du dir doch ausgedacht haben, das kann man ja gar nicht überleben. Nein, das kann man machen, das war geil, hat mir viel Spaß gemacht. Toll, super. Wir haben es ja dieses Jahr zum ersten Mal digital auch gemacht. Ne? Ich war bei Breda Foto, war ich auch mal als Reviewerin eingeladen, als sie das zum ersten Mal digital gemacht haben. Und ich war da so begeistert von der tatsächlichen Möglichkeit, sich mit vielen Leuten auf einem Screen zu treffen, das als so einen kleinen Kaffeeplausch wahrzunehmen. Und dann geht man in diese Einzelräume, um sich dann mit einem Künstler, einer Künstlerin im Tête-à-Tête zu unterhalten. Sogar das hat funktioniert. Und wir haben das Format dann auch übernommen, so das digital zu machen. Und die Rückmeldungen waren durchweg positiv, sowohl von Künstlerinnenseite als auch Reviewer. Was ja nicht heißt per se, dass das immer total angenehm ist, logisch. Ne? Also es ist natürlich, immer stolpern sich da zwei Menschen entgegen, die, die erstmal irgendwie eine Sprache finden müssen über die Arbeit. Mir ist gerade noch ein Festival eingefallen, deshalb wollte ich es noch schnell sagen, wo es auch immer ein Thema gibt, wozu dann ja auch ein Preis verliehen wird und die tatsächlich relativ streng versuchen, das auch durchzuhalten, was natürlich auch besser funktioniert, weil es nicht so viele Orte gibt. Das sind die Darmstädter Tage der Fotografie. Die haben immer sehr konkret Oberthema und versuchen das, also das ist mein Gefühl, auch immer relativ gut durchzuhalten oder hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch haben. Es kann auch sein, dass sie es letztes Mal geändert haben. Aber in meiner Erinnerung haben die Darmstädter Tage der Fotografie immer ein Thema und das bis jetzt haben sie es relativ konsequent durchgezogen. Das ist meine Erinnerung jetzt. Fällt mir nur gerade ein. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, bevor uns Instagram hier den Saft abdreht nach einer Stunde. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Ich schätze mal so 4. Okay. Ja, Heide, hast du eine Frage an uns oder ans Publikum? Ja, hatte sie vorher gesagt, sie will uns was fragen. Wie lange wollt ihr das denn eigentlich noch machen? Was? Ja, wie lange wollt ihr diese Talks noch machen? Weil ich bin bis wir zusammen auf irgendeinem Balkon sitzen und dabei gefilmt werden. Also, habt ihr da noch so eine, wie ist eure Perspektive? Die DFA ist ja auch ein allgemeinnütziger Verein. Ja, also was wir machen, ist ja über Fotografie reden. Das ist unser Kern, über künstlerische Fotografie reden. Und dass wir hier jetzt auch reden, ist eigentlich eine digitale Verlängerung. Wir haben ja sehr früh angefangen, uns zu digitalisieren und es war dann nicht so schwer, in der Pandemie einfach dann umzusteigen und das zu verlängern. Und genauso wie ihr haben wir auch Fördermittel bekommen. Das heißt, wir machen das, solange die Fördermittel da sind. Wenn die Fördermittel nicht mehr da sind, dann werden wir alleine weiter. Das Feuerwerk ein bisschen kleiner gestalten und gucken, was wir so aus Lust und Laune weiterführen. Aber ich muss auch sagen, also Alex hatte mich das auch neulich mal gefragt, aber genau, wie ich das wahrgenommen habe, ich muss echt sagen, das hat der DFA sehr viel gebracht. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel von der DFA mitbekommen, wie jetzt durch dieses Talk-Format, in das man ja auch bisweilen aufgrund eurer Late-Night-Talk-Aktion, also da stolpert man ja auch manchmal dann einfach noch, wenn man so eigentlich schon das Tagesgeschäft abgeschlossen hat und denkt, jetzt mache ich echt gar nichts mehr so. Und dann stolpert man, ach ja, 21 Uhr ist ja dieser DFA-Talk. Dann gucke ich da mal rein. Es hat der DFA sehr viel gebracht. Fand ich sehr gut, was ihr da macht. Das freut mich sehr zu hören. Wir machen weiter. Also wir haben schon 2 Talks jetzt mit 2 Galeristen, die auf der Paris Photo auch letztes Jahr ausgestellt haben, an Land gezogen. Die kommen dann innerhalb der nächsten 4 Wochen. Dann haben wir Inka Schrube, die Kuratorin vom Sprengelmuseum in Hannover. Also die nächsten Talks werden interessant werden. Und Newsletter abonnieren oder hier auf Instagram folgen. Da kriegt ihr das alles mit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön. Dann vielen Dank euch und abonniert auch gerne natürlich den Kanal der Fotoszene. Und den Kanal von Heide Holz. Ich finde die Fotoszene toll. Ich freue mich immer, wenn ihr was macht, um zuzuschauen. Ach Boris, das ist so gut, dass... das habe ich auch schon damals gesagt. Ja, sehr gut. Dann hoffentlich bis bald mal wieder in live und mit einem kleinen Bier. Dein Hintergrund sieht ja übrigens aus wie so ein leckeres Kölsch. Ne? Ich muss die ganze Zeit an so ein kleines Kölsch denken. Das stimmt. Ey, du hast voll recht.
Das ist hier Berlin Flair. Ah ja, okay, es ist einfach nur eine kaputte Wand. Ja, so, ja. So trinkt man auch. Aber Kölsch ist vielleicht einfach nur eine kaputte Wand. Ja. Alright, dann... Habt einen schönen Abend noch. Geht's weiter. Wir sind immer noch live, dann machen wir jetzt hier das Licht aus. Dank an alle zum Mitdiskutieren, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.